In unserer Forschung befassen wir uns damit, die schnellsten Prozesse auf den kleinsten Längenskalen abzubilden und zu verstehen. Grundsätzlich entwickeln wir dazu experimentelle Methoden, die es uns ermöglichen, Filme aufzunehmen von atomaren Prozessen auf sehr, sehr kurzen Zeitskalen. An meinem Forschungsgebiet begeistert mich, dass wir mit neuen experimentellen Zugängen Prozesse das erste Mal sehen können, zum ersten Mal neue Zugänge schaffen können und Dinge erforschen können, die bisher noch nie jemand gesehen hat. Die wichtigsten Fragen in meinem Forschungsgebiet sind sehr vielfältig und reichen von sehr fundamentalen Fragestellungen, wie zum Beispiel, wie die komplexen Eigenschaften von Materialien entstehen, bis hin zu etwas angewandteren Fragestellungen, die sich zum Beispiel damit beschäftigen, wie Energiewandlungsprozesse in zusammengesetzten Materialien, in Heterostrukturen ablaufen. Was mich besonders interessiert, ist es, neue Experimente durchzuführen und Dinge dabei zu sehen, wie sie passieren. Der Kapitän der QE2, also der Queen Elizabeth II, hat beschrieben, dass so eine riesige Wasserwand, es sah aus, als würden wir direkt in die weißen Klippen von Dover steuern. Ein anderer Kapitän sagte, was er gesehen habe, sei ein Berg, eine Mauer aus Wasser. Unwetter auf hoher See, meine Damen und Herren, sind kein Vergnügen, erst recht nicht, wenn sich Wellen zu Monsterwellen aufschichten. Nun ist Herrn Ropers Sache die Schifffahrt nicht, jedenfalls soweit wir wissen, nicht. Wohl aber die Physik, die das beschreiben kann und die Herr Ropers zunächst in Göttingen und Berkeley studiert hat, bevor er darin 2007 an der Humboldt-Universität promoviert worden ist. Bei den schwer vorhersagbaren Monsterwellen handelt es sich nämlich um ein nichtlineares Phänomen aufgrund des komplexen Zusammenspiels unterschiedlicher Geschwindigkeiten. Schnellere Wellen treffen auf langsamere und türmen sich zu monsterartigen Gebirgen auf. Ein auf dem Meer Gott sei Dank seltenes Ereignis, das aber in vielen physikalischen Systemen möglich ist. 2008 kehrte Herr Ropers nach Göttingen zurück, zunächst als Juniorprofessor und Leiter einer Arbeitsgruppe. Ein Jahr zuvor hatte er das Phänomen dieser Rogue Waves zum ersten Mal im Bereich der Optik nachgewiesen. Schickt man einen schwachen roten Lichtpuls durch eine optische Faser, so kann es dort plötzlich zur Bildung eines Superkontinuums kommen. Aus dem roten Puls wird ein weißer. 2011 wurde Herr Ropers auf eine Professur für experimentelle Festkörperphysik in Göttingen berufen und seitdem ist eine Reihe bahnbrechender Entdeckungen ihm zuzuschreiben. Zu seinen jüngsten Erkenntnissen gehört die Rekonstruktion der Quantenzustände freier Elektronenensembles und der Nachweis ihrer Manipulierbarkeit in einem Transmissionselektronenmikroskop. Auch seine Forschungen zur Erzeugung energiereicher ultravioletter Strahlung in plasmonischen Nanostrukturen hat weltweit Beachtung gefunden. Das neue Forschungsfeld der Quantenoptik von Elektronen hat er entscheidend mitgeprägt. Stets gelingt es Herrn Ropers dabei, komplexe theoretische Konzepte experimentell zu realisieren. So konnte er eine Vielzahl von innovativen Forschungsansätzen initiieren und in neue Dimensionen der ultraschnellen, zeitaufgelösten Elektronenmikroskopie vorstoßen. Für seine Arbeiten zum photoelektrischen Effekt an Nanostrukturen in starken infraroten Lichtfeldern ist er bereits mit dem Walter-Schottky-Preis der Deutschen Physikalischen Gesellschaft ausgezeichnet worden. Den schätzen wir sehr, wenn auch nicht so sehr wie den Leibniz-Preis. Mit seinen raffinierten Untersuchungen erweitert Herr Ropers die Grenzen des Möglichen im Umgang mit
ultraschnellen Teilchen. Dadurch gelingt es ihm, zeitabhängige dynamische Prozesse in möglichst viele kleine Zeitdifferenzen aufzulösen. Was anders nur vermutet werden kann, macht der Festkörperphysiker und Nanooptiker so sichtbar. Und diesen bahnbrechenden Forschungen wünschen wir eine glanzvolle Fortsetzung und tragen das Unsere dazu bei, Herr Ruppers.